Okay. Gehen wir jetzt mal noch auf Saisonalitäten ein. Wir haben uns jetzt den Trade Miner mal angeschaut und da will ich Ihnen jetzt mal so Trading-Ideen mitgeben, die jetzt bevorstehen, die jetzt interessant sein könnten mit Blick auf die nächsten Tage. Natürlich hier der Risk-Disclaimer, Sie wissen das, das muss man machen. Haftungsausschluss sind nur Informationen und es ist eine reine Information in Sachen Inhalt, was Sie hier erfahren, wie man denn mit der Software umgeht. Sie sollten jetzt nicht Ihr Haus drauf setzen, dass es genauso kommt. Eben weil wir keine Garantien am Markt haben. Aber wir haben saisonal gesehen einen kleinen Vorteil und den schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst bei einem Währungspaar. Wir haben hier den Euro gegenüber dem Australdollar auf Tagesbasis. Also es geht hier nicht um Intraday-Setup, sondern es geht um Saisonalitäten, saisonale Muster auf Tagesbasis. Und da sehen wir den Euro gegenüber dem Australdollar auch charttechnisch gerade an einem interessanten Punkt. Und gestern hat er sogar schon drüber geschaut. Also über diesen Widerstand, den wir hier auf horizontaler Ebene sehen, diese rote Linie, da ist er gestern sogar schon drüber gelaufen. Die Kerze kommt vom Vortag, also der Chart ist von vorgestern. Also die gestrige Kerze ist nicht dabei, aber er hat sich hier zumindest mal versucht zu attackieren oder einen Lauf zu machen. Die große Gretchenfrage ist eben jetzt, saisonal gesehen, wir sehen diesen Chart vor uns, was kann das Währungspaar tun? Kann es nach oben gehen? Also sprich, wir haben einen Ausbruch, der bullisch ist und uns auf der Oberseite, wenn wir long gehen, einen Vorteil bringt. Oder haben wir saisonal gesehen, das, was uns gar nicht Vorteile bringt, einen Seitwärtslauf? Unterm Strich wissen wir überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Oder haben wir sogar saisonal jetzt den Vorteil, dass der Markt an diesem Widerstand, wo er übrigens gestern gescheitert ist, nach unten dreht, ja, praktisch eine Korrektur vollzieht. Und ja, Sie sehen es ja, der Chart kommt nicht von links unten, sondern von rechts oben und schiebt sich so nach unten durch. Jetzt haben wir eine kleine Konsolidierung, Schrägstrich Erholung gesehen. Und die Frage ist eben, was passiert jetzt? Wenn Sie den Chart so sehen, dann gibt es genau die drei Möglichkeiten, die ich mit den Pfeilen dargestellt habe. Es kann eben rauf, runter oder seitwärts laufen. Oder man kann Ausbruch auch abwarten. Aber wir haben hier den Vorteil auch zu wissen, jetzt kommt es, dass wir saisonal einen bullischen Effekt haben. Einen bullischen Kalendereffekt, der, und das ist natürlich ein kleines Manko, jetzt nicht über 30 Jahre zurückreicht. Das ist in Anführungszeichen das Problem an der Geschichte, dass wir hier statistisch gesehen nicht unbedingt die Riesenmaßgabe an Zahlen haben. Also hier ist es so, dass wir nur auf die letzten 8 Jahre zurückblicken können, aber hier im Prinzip eine Trefferquote haben, die sich hier über 75 oder genau bei 75% bewegt und eben hier entsprechend 6 bullische Jahre und 2 negative hervorbringt. Und ja, das ist etwas dünn, das Datenmaterial, aber irgendwann muss eine Statistik ja anfangen. Und hier zeigt sich eben, dass vom 14.09., also morgen, bis 3.10. der Euro gegenüber dem Australdollar dazu neigt, im Schnitt 291 Pips zu steigen. Das ist interessant. Gegenüber im Schnitt, wenn er denn ein Verlustjahr in dieser Zeit hatte, nur 128 Pips zu verlieren. Das heißt, wir haben ein Chance-Risiko-Verhältnis, das liegt sogar über 2 und ist statistisch gesehen ganz interessant. Sie sehen, wie gesagt, an dem Chartbild hier aufbereitet das Datenmaterial, links auch eine exemplarische Equity-Kurve. Aber grundsätzlich wissen wir jetzt, dass der Euro gegenüber dem Australdollar ein bullisches Setup aufweist. Und ich zeige Ihnen auch jetzt dazu nochmal den Chart. Diesmal mit den Parametern, die uns praktisch die Software vorgibt, nach oben gemünzt, die ich nenne es mal rund 295 Pips nach oben. Das ist die grüne Chance, die wir sehen, eben im Sinne eines bullischen Ausbruchs. Und unten sehen Sie das Risiko, die 128 Pips gemittelt. Ja, das heißt natürlich nicht, dass das immer so bleibt. Während der Phase gibt es auch immer mal wieder Ausschläge. Ich zeige es Ihnen noch mal kurz am Chart. Sie sehen ja hier in dem rechten, ich sage mal, das sind ja so eine Art Candlesticks, die Sie da auf die Jahre gesehen. Da sehen Sie praktisch oben immer die Lunten und Dochte, also besser gesagt oben und unten bei den Kerzen. Da sehen Sie praktisch die Volatilität des einzelnen Monats. Und da sehen Sie, hei, 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 der war auch schon mal deutlich tiefer nach unten gerutscht und auch mal ein Stück weit deutlich höher. Aber im Schnitt eben zum Ende des 3.10., man spricht hier vom Schlussstand, das wäre 23 Uhr, Schrägstrich 0 Uhr, da passiert in der Stunde nicht mehr gar so viel. Aber genau in dieser Zeit müsste man am 3.10. den Exit vollziehen und dann hätte man eben den Vorteil mit im Schnitt 291 Pips. Und das Ganze hier in dem Chart gemünzt, sieht dann praktisch so aus, dass wir auch noch, und das kommt jetzt noch ergänzend dazu, zum Chart die Indikation bekommen, dass da ein Ausbruch bevorstehen könnte. Ja? Also Sie sehen hier die Horizontallinie, die rote, die wir gerade eben schon gesehen haben. Und jetzt kommt ab dem 14.09. Schlussstand eben noch der saisonal positive Effekt hindurch. Das heißt, wir haben 2 Parameter, die uns sagen, aha, erstmal ein Ausbruch, da liegen Stops, da wird glattgestellt, da sind Trader, die ihre Richtung ändern, da sind Breakout-Trader, die diesen Move nach oben nutzen möchten. Und genau die würden dann
so die Saisonalität wahrscheinlich aufspringen. Und Sie sehen hier im Prinzip den Effekt des Pfeils, dass das Ganze eben hier bis zum 3.10. nach oben geneigt ist. Und das ist das mögliche theoretische Potenzial. Beobachten Sie mal einen Euro-Australdollar, ob er es tut. Wie gesagt, charttechnisch gerade vor so einem Ausbruchslevel. Er kann auch ausbrechen, idealerweise einen Pullback machen an diese Horizontallinie, die sich hier im Bereich 1,44, 1,45 bewegt. Moment, das ist nicht 1,45, 1,49, 1,48, 50, genau. Und dort ist es auf jeden Fall so, dass man da mal drauf aufpassen sollte. Wie gesagt, finde ich sehr, sehr interessant und das ohne, sage ich mal, großen Aufwand. Ja, der Chart selber signalisiert hier ein mögliches Ausbruchssetup, aber die Saisonalität, die Statistik gibt mir hier sozusagen noch positives Feedback, dass es tatsächlich zu einem Ausbruch nach oben kommen könnte. Und das ist, wie gesagt, ein grundsätzlich guter Datensatz, den man verwenden kann. Okay, das war jetzt Euro gegenüber dem Australdollar. Interessant für alle die, die sich mit Währung auseinandersetzen, aber viel mehr lieben die Leute natürlich das Index-Trading. Ja? Allen voran der DAX, das meistgehandelste Underlying bei allen Brokern, gerade im europäischen Segment, deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, sehr, sehr interessant. Der DAX, das beliebte Underlying, dazu auch gleich die Information, dass wir bei JFD Brokers ja auch die Gebühren massiv gesenkt haben. Das dürfen Sie auch in der Einblendung hier irgendwo oben sehen. 60% Ersparnis, das heißt, wir haben uns Commission und das ist das Einzige, was wir bei JFD verdienen. Also wir machen keine eigenen CFDs und handeln gegen den Kunden oder versuchen, irgendwelche Produkte an den Mann zu bringen, die dem Kunden letztlich das Geld aus der Tasche ziehen. Nein, wir bieten einfach einen Schnittpunkt zwischen Käufer und Verkäufer und agieren als Agenturmodell und haben in den letzten 5 Jahren unsere Gebühren nicht gesenkt, sondern eben stabil gelassen. Und jetzt war es an der Zeit, dass wir ab September massiv gesenkt haben und gerade im Indexbereich für den DAX sind wir um 60% runtergegangen und Sie können Half-Turn für 10 Cent des CFD handeln und das ist schon ein Brett, weil letztlich die Gebühren, gerade wenn Sie Intraday handeln, einen enormen Einflussfaktor auf Ihre Performance haben. Deswegen ist es auch immer wichtig, wenn Sie sich Performances angucken, ob das inklusive Gebühren oder exklusive Gebühren sind. Und wie gesagt, wenn man natürlich einen fairen Marktzugang haben will, ist wie bei allem, dann muss man auch eine gewisse Commission abdrücken. Und die Broker, die keine Commission verlangen, glauben Sie mir, wir sind hier nicht bei Mutter Teresa, da ist die Commission natürlich in den Spread bzw. in das Pricing des CFDs, des DAXes als solches natürlich integriert. Und indirekt bezahlen Sie natürlich da auch was obendrauf. Sei es denn auch beispielsweise mit der Möglichkeit, dass Sie einen größeren Spread haben. Bei uns liegt er bei einem Punkt, aber wir sind drauf und dran, diesen Monat auch noch hier den DAX einzuführen mit unter einem Punkt Spread. Und das sicherlich neben den tiefen Gebühren nochmal ein Brett für alle Index-Trader. Und deswegen will ich Ihnen jetzt auch einen Index vorstellen. Allerdings nicht den DAX. Der wird sehr, sehr interessant im Dezember. Da schauen wir uns den DAX nochmal an. Da wird er auf jeden Fall wieder ein bullisches Setup an den Tag legen. Jetzt wollen wir uns, und ich sprach gerade von deutschsprachiger Raum, okay, Schweiz, Österreich. Wir wollen uns den ATX anschauen. Ja, also für alle Österreicher an dieser Stelle, die hier sind. Es gibt auch ein saisonales Muster bei dem ATX. Und der weist hier in nur 4 Handelstagen ein interessantes Setup auf. Wir sehen hier den Chart wieder vom ATX und hier die Situation, dass der vom 19.09., das muss ich nochmal genau liebäugeln, bis zum 23.09. praktisch ein Bias bringt, der saisonal einfangbar war. Okay? Und jetzt ist natürlich wieder die Gretchenfrage, wie vorhin, geht es hoch, läuft es seitwärts oder geht es nach unten in diesem Zeitfenster, was wir hier sehen? Ich hatte vorhin gesagt, erinnern Sie sich, Indizes, und da hatten wir den S&P 500, den großen Leitindex am Start, der über die Sommermonate August, September statistisch negative Zeiten hat. Also ist es ja eigentlich auch naheliegend, dass der ATX möglicherweise, und da sprechen wir eben nicht um den weltweiten Großindex, sondern eben um einen Index, der den großen Indizes in der Regel folgt, sprechen wir hier über die Maßgabe, dass es vielleicht nach unten gehen könnte im September. Und ja, der Seasonal Bull, also ist jetzt nicht die Trade-Miner-Software, sondern der Seasonal Bull, sagt, dass wir hier ein Short-Setup haben, das während der letzten 25 Jahre 20 Mal zum Sieg führte, 5 Verlierer erzeugte. Das ist leider so, das kann man auch nicht ändern. Es wird nicht immer nur Gewinner geben. Aber wir haben eben hier eine Trefferquote von 80% und das ist phänomenal. Es gilt genau hier abzuwägen, ob man sich das anschaut oder nicht, aber wir sind gut gelaufen im ATX und wir haben jetzt ab dem 19.09. ein saisonales Shortmuster vor uns, was eben hier die Möglichkeit initiiert, um ja, während dieses Zeitfensters auf eine Gegenbewegung zurückzugreifen. Und interessant ist hierbei insbesondere, dass wir eben über 20 Jahre statistisches Datenmaterial haben und das ist natürlich hervorragend. Ja? Also haben wir eine große Datenbasis, die uns eben genau zeigt, was hier vor sich geht. Und Chance-Risiko-Verhältnis technisch gesehen haben wir einen durchschnittlichen Gewinn von 43
Punkten gegenüber 21 Punkten Verlust. Das ist ungefähr 2,05 irgendwas. Letztlich haben wir hier auch wieder ein Chance-Risiko-Verhältnis, was uns statistisch gesehen Money-Management-technisch einen ganz klaren Vorteil bringt. Und mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2:0 kann man agieren. Okay? Und nach einem gut gelaufenen Markt jetzt in einem statistisch schwachen Monat auf einen fallenden Index zu setzen, ist vielleicht nicht unbedingt verkehrt, wenngleich wir letzten Freitag ja schon eine Kerbe bekommen haben und auch gestern im negativen Terrain waren. Jetzt zum Opening der European Session, muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, wo wir gerade stehen. Aber ich werde es mir nachher nach dem Vortrag mal anschauen. Letztlich 19.09. bis 23.09. sehr, sehr interessant. Und jetzt kommt es noch besser. Ich zeige Ihnen einfach mal hier die Statistik, den Performance-Chart der letzten 20 Jahre zum Index, 25 Jahre mit Verlaub, wovon 20 Jahre Gewinnjahre waren. Und da sehen wir eben sehr schön, dass wirklich während der 4 Handelstage auf die Short-Seite gesetzt der ATX entsprechend hier genau dieses Segment nach oben abhandelte, im Sinne dessen, dass er Performance brachte, wenn man den ATX Short gespielt hat. Und das ist eine hervorragende Performance-Kurve. Nochmal, ob die sich so fortsetzt, weiß kein Mensch. Ja? Aber wir haben 25 Jahre mit 20 Wiederholungen in dieser Art. Und links haben Sie das Ganze aufbereitet. Ich habe jetzt mal hier so ein paar Kreischen gemacht, wann das eben zutraf. Sie sehen hier im Jahr 97, 98 hatten wir direkt 2 Verlustjahre hintereinander. Das ist eher selten, aber interessant. Gerade wenn Sie solche seasonal Statistiken auswerten, die, sage ich mal, dann gegen die eigentliche Statistik laufen. Ein Jahr kann das immer passieren, dass wir eben so eine Kerbe haben. Aber wenn zweimal hintereinander die Saisonalität nicht zuschlägt, ist theoretisch gesehen im dritten Jahr die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dann doch diesmal so kommt. Und ja, in dem Fall hatten wir 97, 98 Verlustjahre. Das sehen Sie auch hier im Performance-Chart, ging es nach unten. Aber dann hatten wir eine sehr lange Phase mit großen Gewinnen, kleinen Rückschlägen. Und das setzte sich eben bis zuletzt fort. Der letzte Verlust lag übrigens im Jahr 2013. Ist auch schon ein Stück weit her, also muss man mal sehen, ob sich das jetzt eben hier im Jahr 2016 weiter fortsetzt. Aber in jedem Fall gab es nur 5 Verlierer in den letzten 25 Jahren und das eben bei einer Trefferquote von 80%. Das ist schon mal eine Hausnummer, die man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte. ATX also in dem Fall sehr, sehr interessant. Dann also hier die Trading-Idee, keine Handelsempfehlung, aber auch hier nochmal aufgemustert nach dem Stand von vorgestern. Das wäre die Chance, ja. Ich rede hier auch nicht über eine Riesenchance. In 4 Tagen, wir hatten hier knapp 43 Punkte, da geht es jetzt nicht darum, dass das Ganze jetzt 500 Punkte nach unten rasselt, sondern eben einfach hier in dem saisonalen Muster nach unten kippt. Und es kann natürlich auch mehr nach unten passieren, beziehungsweise könnten wir jetzt auch, erinnern Sie sich an den S&P 500, in einen Korrekturmodus, in einen Bärenmarkt übergehen, der vielleicht die nächsten 1,5, 2 Jahre nach unten zeigt. Und dann wäre das jetzt hier der glorreiche Einstieg, um relativ gesehen an einem markanten Hoch zu verkaufen. Aber wir wollen gar nicht so weit blicken. Saisonal gesehen haben wir nur die 4 Tage und die liefern uns eben hier diesen Vorteil.